Willkommen zu F1 23, My Teamkarriere, wieder mit Audi. Wir gehen in die nächste Season und nach dem sensationellen Weltmeisterschaftsfinale, oben rechts könnt ihr es gerne nochmal gucken, werden wir auch natürlich probieren, wieder dieses Jahr mit Audi den Titel zu holen. 5,4 Kilometer, 15 Kurven und 3 DS-Zonen mache ich hier Sakir natürlich zu einem Top-Season-Start. Es geht rein, endlich wieder My Team. Ich freue mich, lasst gerne ein Abo da auf jeden Fall. Und ja, wir schauen mal in unser Qualifying. Wir fahren auf Schwierigkeit 88, Traktionskontrolle Mittel und Getriebe, genau. Fahren wir auch selbst schalten, aber mit Empfehlung. Falls soweit zu meinen Settings und Ideallinie in Kurven. Das Handling ist noch nicht ganz in mir drin. Also aus den Kurven raus muss ich noch ein bisschen triggern oder rutsch auch ein bisschen. Hier seht ihr es auch ein paar Verlenke und so weiter. Das wird sich hoffentlich ja so die Season ein bisschen liegen und ja, wenn ich dann das mal drin habe, denke ich mal, kann man auch auf 90, 95 fahren. Es ist, die KI kommt mir ein bisschen lascher vor wie in der letzten Season. Deswegen ja, abonniert unbedingt gerne, falls es meine Videos gefallen. Lasst doch gerne Daumen oben da und ich probiere natürlich immer noch besser zu werden. Folgt mir auch gerne auf Instagram, @t_gaming und auch gerne unbedingt auf TikTok, @ez_tobi. Macht die 13k voll links mal unten in der Bio, wie gesagt, ich versuche noch besser zu werden. Ich bin nicht der beste Fahrer, habe ich nie behauptet. Ich weiß auch nicht genau, warum manchmal so ein Hate da ist, auch auf TikTok und so weiter. Ich bin nie der beste Fahrer gewesen und habe auch nie gesagt, dass ich der Beste bin, der Gott, der, keine Ahnung, schönste Fahrer, Beste. Also bin ich nicht. Also ich probiere mein Bestes und natürlich muss ich auch aus Fehlern lernen. Also wir sind alle nur Menschen und wenn man einen Fehler macht, gerade auch hier, ja, das Qualifying ist eher semi-gut. Aber ja, ich werde auch aus diesen Fehlern hier lernen. Ich werde lernen, das Handling besser zu verstehen und so weiter. Und so solltet ihr auch vorgehen. Man darf nicht immer alles, ja, darf nicht immer blind davon ausgehen, dass man alles kann. Und so ist es dann auch. Also, stay strong. Wir kommen hier wirklich mit dem 17. Platz aus der letzten Kurve raus. Das ist grausam. Das ist sehr grausam. Aber ja, gucken wir mal, wo die anderen so starten werden und wo unser Teamkollege Jack Doohan starten wird. Schauen wir mal. Bremsplatten gesehen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Heute startet Sergio Perez von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Hamilton, Leclerc, Russell, Gasly, Fernando Alonso, Ocon, Stroll, Norris, Bottas, Joe, Albon, Hülkenberg, Oscar Piastri, der Wissenschaftler, Tsunoda, Magnussen, Doohan, De Vries, Doohan. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Also, Jack wird von P20 starten, wir hier von P17 und gucken wir mal. Los geht's hier, erstes Rennen in unserer MyTeam-Karriere. Guckt euch mal den Start an. Wir kommen zu... What the fuck? Wir fahren mit Schwierigkeit 88 und die KI steht. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, einer der besten Starts, die ich jemals hingelegt habe. Von P17 auf... Ja, hier ein bisschen Rad an Rad, weil ich den Körper innen genommen habe. Auf P9. Und das in einem Start, Alter, Leute. Das waren einfach 8 Plätze und das nur beim Start. Was soll ich sagen? Was für ein bombastischer Start. Bester Start ever in Formel 1 23, bis jetzt zumindest mal. Und wir kommen hier, ja, auch weiter nach vorne. Lando, ja, wie gesagt, bisschen habe ich noch mit dem Handling zu kämpfen, auch teilweise aus den Kurven raus und so weiter. Das ist mein, online bin ich 4 Rennen gefahren bis jetzt und offline ist das mein 3. Rennen, naja, 5. Rennen, wenn man die F1 World Rennen dazu rechnet, also mein 5. Rennen all in all. Und ich war leider noch nie am Podium, also doch in Online-Rennen, also bei Can, das habe ich gewonnen. Aber ja, sonst war ich noch nie im Podium und ich glaube, das wird sich auch heute nicht ändern, denn hier werden wir nicht am Podium landen, bestimmt nicht, denn die Red Bull ziehen auch ähnlich wie in der aktuellen Season, in der aktuellen richtigen Formel 1 Season, ziehen die auch hier davon. Ich denke mal allen voran Max Verstappen, aber wir werden natürlich das Beste machen und ich werde versuchen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Mein Ziel ist 15 Punkte in einer Season zu holen und ja, das werden wir auch machen, das ist das Hauptsponsorziel. Wir fahren mit einem Ferrari-Motor, weil er einfach
technisch einfach ja ausgewogen ist. Also wir haben hier die Leistung und auch die Strapazierfähigkeit, die zählt. Gucken wir uns mal den Start hier an. Und ja, da sehen wir direkt, wie beiden Red Bulls starten von vorne. Max vorne weg und dahinter dann, ja, Perez. Und wir hecheln ein bisschen hinterher. Trotzdem finde ich es toll. Ich freue mich wie immer extrem auf diese Season und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Hier gehen wir auch ganz eng rennen und ich musste den Körb nehmen und dann geht es dann Rad an Rad keine Ahnung, wer das war. Es war, glaube ich, ein Alpine oder so. Also das ist natürlich dumm, aber ist klar, wenn es so eng wird, wenn dann drei oder vier Leute nebeneinander in die erste Kurve kommen. Und wir konnten uns trotzdem hier beweisen. Wir sind hier gut aus der ersten Runde gekommen und ich freue mich extrem. Freue mich dann auch natürlich, wenn dann die Stats angepasst sind, beziehungsweise die Leistungen dann stimmen, denn die stimmen ja noch nicht ganz. Wir wissen ja, die Alpine sind im Spiel noch nicht genauso gut wie in Wirklichkeit und auch die Ferrari sind noch zu gut, würde ich sagen. Und wir sind hier Ende zweiter Runde und gehen jetzt hier auch an Lando Norris vorbei. Und die sind auch noch viel zu gut, die McLaren, weil wir wissen natürlich alle, dass McLaren dieses Jahr nicht so weit vorne kämpfen, obwohl 9. Platz doch. Ich glaube, das ist realistisch. Und jetzt auch hier ein Lance Stroll, das hat mich dann doch sehr gewundert, dass wir auch hier an Strolli aufholen können. Ich meine, es ist erst die zweite Runde, wir fahren 35% Rennen trotzdem. Also wir können hier schön auch mit Stroll mithalten, auch hier in der vierten Runde. Wir kommen mit, der ist und auch einen Trick habe ich schon rausgefunden. Man benutze das ERS nur beim Kurven rausfahren, denn da fehlt meinem Auto an Geschwindigkeit. Und wenn du das dann beim Rausbeschleunigen direkt dazu drückst, dann bist du so schnell aus der Kurve raus, dann brauchst du das in der Mitte der Geraden eigentlich gar nicht mehr, hier ein Querstier beim Rausbeschleunigen. Und ja, der Reifenverschleiß ist auch enorm, wirklich, der ist sehr, sehr hoch und da müssen wir auch echt aufpassen. Und da werde ich jetzt auch meine Strategie in nächster Zeit mal anpassen, bis sich das Ganze gelegt hat natürlich. Wir sind ein Neueinsteiger in die Formel 1, also ich bin nicht mehr so, ein Mittelfeldteam sein will, nein, wir sind eigentlich ein Neueinsteigerteam und da zieht George Russell vorbei, da können wir aber nochmal kontern. Ist natürlich dumm, dass ich hier überhaupt mit ihm kämpfe, aber ganz kampflos will ich ihm da jetzt auch nicht den Platz schenken, denn das ganze Rennen war ja auch weiter hinten und ja, so können wir immerhin vorne bleiben, bekommen aber auch das DS für Stroll und ich glaube auch, dass das der Schlüssel war, warum wir überhaupt vor Russell geblieben sind. Hier jetzt in der fünften Runde, wir jagen Stroll, aber wir sehen auch schon, dass der ordentlich auf seinen Teamkollegen abreißen hat lassen. Also ich muss da jetzt auch natürlich aufpassen und jetzt heißt es auch klug überlegen, denn die 35% Rennen sind natürlich ein paar Runden näher und schaffst du mit diesem Reifenverschleiß dann auch diese paar Runden, die es mehr gibt und da müssen wir auch überlegen, denn gehe ich jetzt nach auf Gelb oder doch auf Weiß? Sind die Weißen überhaupt so gut wie gedacht? Und ihr wisst, was ich meine. Und ja, morgen kommt dann Saudi-Arabien. Jetzt heißt es natürlich auch aufpassen, wie man reingeht. Und natürlich, diese paar Runden mehr machen dann vermutlich auch mit dem höheren Reifenverschleiß ein bisschen was aus. Und da drückt wieder George Russell an. Ich werde vermutlich jetzt mal überholt werden. Denn das ERS ist auch enorm. Der verbraucht so viel und das schießt er vorbei. Ja, ist natürlich klar. Der hat natürlich ein bisschen besseres Material. Ich gebe mich aber immer noch nicht kampflos geschlagen. Aber jetzt muss ich ihn mal fürs Erste ziehen lassen. Doch im... Oh mein Gott, Alter. Beim Rausbeschleunigen so einen fetten Querstier bekommen. Und da kommen wir wirklich... unser DRS ist ja wirklich unfassbar strong. Und mir fällt auch auf, dass der Mercedes richtig schwach auf den Geraden ist. Also wenn er nicht das DRS aufgeklappt hat, ist er richtig langsam. Das erinnert mich dann doch ein bisschen an die Realität. Denn ja, die Mercedes sind ja auch in Wirklichkeit auf den Geraden sehr langsam. Und da muss man auch sagen... Ja... Mal schauen. Jetzt sind wir in der 9. Runde und ja, ich habe wirklich so lang wie möglich rausgezögert, aber diese Reifen sind tot. Wirklich, diese Reifen sind dead und da müssen wir jetzt auch reingehen. Erster Boxenstopp, da vor mir gehen, oh mein Gott, 80 in der Box. Genau 80 in der Box. Und was soll ich sagen, Leclerc mit den Gelben kommt jetzt schon rein. Also da und die anderen fahren auch weiter mit den Roten. Also... Mal schauen, ob das reichen kann. Ich finde es auch schön, dass man jetzt hier endlich diesen Pickup eingebaut hat. Sprich, wenn man ein bisschen neben die Ideallinie kommt, dass man da direkt den Pickup aufsammelt. Sehr, sehr schöne Animation, finde ich cool. Und das ist echt sehr realitätsgetreu. Wir kommen allmählich vorne weg. Und jetzt heißt es natürlich, gucken. Teamkollege in der Box und auch die restliche Spitze. Verbal im letzten Sektor. Das könnte bedeuten, wir haben den Overcut gegen Lance Stroll geschafft. Hier ist Lance Stroll.
Der war eigentlich unser Ziel und jetzt ist auch Norris und Stroll an Russell vorbei. Das bedeutet, wir können hier endlich entspannt fahren, denn auch Stroll hat die gelben Reifen drauf. Oh, hat die weißen Reifen drauf, also nur Stroll hat die weißen Reifen drauf. Könnte natürlich zum Schluss hin eine gute Strategie sein, aber jetzt am Anfang wieder natürlich einiges an Boden verlieren. Auch Fernando Alonso nur noch 2,9 Sekunden vor mir. Aber der ist sowieso, ja, da können wir auch nichts machen. Der siebte Platz war einfach toll und den müssen wir, glaube ich, auch gute Position machen, denn den Ferraris und auch Alonso werden wir nicht nachkommen. Das Ganze wird natürlich sehr spannend werden, wie sich das noch ergeben wird. Ich denke aber mal, das wird jetzt unser Endergebnis werden, denn ja, es wird eher Richtung hinten hin wieder mit den Reifen knapp werden, das weiß ich jetzt schon. Und vorne hin werden wir, ja, auch die nötige Pace noch nicht haben. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe erst ein Upgrade im Aero-Bereich und ein Upgrade in Strapazierfähigkeit und das war's. Also viel mehr Geld war auch nicht da und ja, mehrere Sachen auf einmal kannst du auch nicht machen. Also da wird es sehr interessant werden, wie es da weitergeht. Mal schauen. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wieso, also die Replays mal an und werden mal schauen, wie die anderen und wie wir uns so bei den manchen Überholmanövern geschlagen haben. Hier noch einmal die Replays. Das war gegen das war gegen Lando Norris. Da waren wir aber schon vorbei. Das ist natürlich eine dumme Aufnahme, denn man sieht hier leider gar nichts. Und auch der Highlight-Modus, der gefällt mir nicht mehr so gut, denn man sieht hier kaum mehr Überholmanöver. Also das ist echt dumm gemacht. Und jetzt hier dann rangesaugt an Stroll. Und da ist Russell schon an Norris vorbeigegangen. Hier rangesaugt und unser DRS ist wirklich grandios. Und wir konnten dann, nein, das war noch gar nicht, das war Alonso, oder? Nein, das ist immer noch Stroll vor mir. Das ist immer noch Lance Stroll. Und ja, irgendwann haben wir es dann geschafft. Boah, das war wieder so ein Quersteher. Das sind halt manchmal so Quersteher, wo du dir denkst, oh mein Gott. Und jetzt ist Stroll immer noch hinter uns. Guanyu Zhou ist aber aus dem Rennen draußen. Das ist natürlich schade für ihn. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 26,1 Sekunden. Den Abstand nach vorne im Auge. Sodala, hier in der 16. von 18 Runden, jetzt ist ja Russell ordentlich in Schlagdistanz und ich denke mal auch, dass der an ein oder anderen Stelle es probieren wird. Mir fällt euch die ganze Zeit auf, dass mein Spiegel unheimlich dunkel ist. Wie kann man das ändern? Jetzt schlüpft er hier durch in Runde Nummer 17, boah, da kommt es zur Berührung. Aber es ist halt auch einfach so eng hier und da können wir gerade noch so vor ihm davonfahren. Wir bekommen aber glücklicherweise das DS, dass wir uns auch ein bisschen verteidigen können hier gegen ihn. Und das wird noch unnormal. Das werden noch harte 4 Runden bis zum Schluss. Dreimal noch Start und Ziel und ich habe so Schiss, weil die Reifen, ja, die bauen in ordentlichen ab. Also ich frage mich da wirklich, wie man ein 100% Rennen fahren soll, wenn die Reifen schon bei mir bei 17, 18 Runden, ja, so schnell in die Knie gehen. Und das wird eine interessante Sache werden. Jetzt gehen wir aber mal in, ja, den Mittelsektor. Ich glaube auch, dass man hier nicht richtig überholen kann. Aber ich habe mir schon mal eine kleine Strategie überlegt.
dass wir eventuell uns hier, ja, guck dich die Reifen an, schon wieder 31%. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist so, so hardcore. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 7,4 Sekunden. So, und wir sind hier in der letzten Runde. Checo Perez gewinnt den ersten Grand Prix hier. Und wir müssen uns noch einmal gegen Russell verteidigen. Auch Stroll ist mittlerweile im Sekundenfenster drin. Die Reifen haben so abnormal abgebaut. Doch ich habe gemerkt, wenn ich ihn hier außen halte, kann er nicht mit dem nötigen Schwung aus der letzten Kurve rausfahren. Und dann schaffen wir es hier irgendwie durch. Wir retten den 7. Platz ins Ziel. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Es ist toll für unser Team. Wir nehmen die 6 Punkte hier mit und müssen sagen, vielen Dank. Besser geht's nicht. Mehr ging heute nicht. Fahrer des Tages, wir haben 10 Plätze aufgeholt. Da bin ich echt stolz. Wir sehen glückliche Gesichter an der Boxenmauer nach diesem phänomenalen Sieg hier in Shakir. Und das mit Recht. Das war eine brillante Leistung vom ganzen Team. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Hier noch hier wieder, auch wenn Hamilton ein bisschen das Spielverderber war. Wir werden 7. und Jack Doohan leider vorletzter vom 20. Platz aus gestartet. Ja, der holt das schon noch ein bisschen raus. Also das ist dann auch der WM-Stand, die Top 10. Wir sind 7. in der Weltmeisterschaft und das mit ja einem neuen Team, in einem neuen Rennen, in einem neuen ja, Spiel. Ich bin unheimlich gespannt, wie das weitergehen wird. Falls ihr das natürlich auch seid, würde ich mich freuen, falls ihr morgen dann auch vorbeischauen könntet, auch wieder um dieselbe Zeit. Ich bin sehr hyped drauf und wir werden das Beste machen. Wir gucken mal, wie wir noch Zeit verbessern können. In Aserbaidschan wird es vermutlich die Hölle werden, denn gerade diese lange Geraden. Aber jetzt dann mal, das wird genauso schwierig werden. Diese unnormal lange Start- und Zielgeraden, die irgendwie zu meistern, das wird interessant werden. Man kann jetzt automatisch Aktivitäten, passen dir dann automatisch effizient die Aktivitäten an. Das ist auch sehr, sehr toll. Aber ich würde mal sagen, für heute war es das mal. Ich bedanke mich sehr für euren Support auch bei Breaking Point, das vorhin schon kam.
Also würde ich mich auch gern freuen. Falls ihr da mal vorbeischauen würdet, könntet ihr auch gerne ein Däumchen herum da lassen. Und falls euch mein Content hier gefällt, würde es mich auch gern freuen, falls ihr hier ein Däumchen herum da lassen würdet. Und ja, ein bisschen anstellen, ja, die Motorabnutzung ist schon ordentlich. Deswegen habe ich auch ein bisschen in Strapazierfähigkeit investiert. Mich ärgert es ein bisschen, dass es kein Trainingsgetriebe mehr gibt. Denn das gibt es eigentlich in der richtigen Formel 1 auch immer noch. Schaut gerne auf IT-Tobi auf TikTok vorbei und auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram. Und ja, sonst würde ich mich freuen, falls ihr wollt und euch mein Content gefällt, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne ein Däumchen rum da. Wir sehen uns hoffentlich später, schaut gerne vorbei oder morgen oder auch auf TikTok noch. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.